Moin Kevin. Morgen. Wie war die Nacht? Sehr, sehr angenehm. Es war überhaupt nicht kalt, obwohl wir das eigentlich angenommen hatten. Es war trocken, es hat nicht geregnet. Es waren ein paar Tiere unterwegs. Aber ansonsten war das eine sehr ruhige und angenehme Nacht. Und jetzt ist es, glaube ich, 7:30 oder so. Und jetzt mache ich mal für uns zwei einen schönen Kaffee. Dann würde ich sagen, mach das mal. Ja. Dann will ich jetzt auch mal in die Pütte kommen. Ja. So, heute Morgen ist es nicht mein Bacon, der putzelt. Heute Morgen ist es Kevins Bacon. Ich würde mir aber was abgeben. Ich habe sogar zwei Packungen dabei. Sehr lieb. So ist der Kevin zu mir. Ja. Das könnte sogar gut passieren, weil ich muss mich heute Morgen mit Porridge begnügen. Das wollte ich mal ausprobieren. Ja, man kann es ja essen. Habe ich jetzt ungefähr. Die Bayer, sind das Hühner? Ja? Was? Sind da noch dabei, Hühner? Ei, Babybell. Ah, Babybell. Ja. Ei, lieber Mann, das ist gut gehen. Er toppt wieder alles. Ich habe gedacht, ich hole Bacon mit, weil der Hubert immer Bacon dabei hat. Sonst bin ich mal der Müsli isst. Rollentausch. Ja. So sieht's aus. Thank you.
und jetzt wollen wir noch eine Kleinigkeit testen. Und zwar habe ich im DM-Markt solche Denta-Tabs gefunden. Die sind plastikfrei und soweit ich weiß auf Papierbasis. Und damit soll man sich die Zähne putzen können. Und das werden Hubert und ich jetzt mal testen. Ich glaube, ich kann sie gerade richtig durch auf. Gucken wir mal. So sehen die aus. Das sind so kleine weiße Tabs. Die soll man im Mund zerkauen, bis sie cremig werden und dann sich ganz normal damit die Zähne putzen. Und das machen wir jetzt mal. Probieren wir es mal aus. Bitte schön. Auf. Auf. Fühlt sich komisch an. Man merkt, dass sie aus Papier sind. Also es ist auf jeden Fall nicht zu vergleichen mit richtiger Zahnpasta, aber ich würde sagen, es funktioniert. Wir waren nie hier. So, Kevin, meinst du, dass wir jetzt direkt zum Fenster? Denke ich schon. Wenn nicht essen, haben wir ja noch. Ja. Wasser wird ein bisschen knapp. Ich glaube, ich habe auch noch. Weiter dann bleiben wir. Ist ja. Geht ihr mit für den Rest des Weges? Auf geht's, bevor es Regen gibt. Oh, sieht nicht so aus. Nee. Ein bisschen bewölkt zwar, aber... Nee, wirkt das da hin? Ich glaube da hin. Auch so ein bisschen. Also, so gleich. Zieht langsam zu. Na, gut. Ja. Rucksack auf, weiter geht's. Wir haben jetzt wieder den Wildnistrail gefunden, beziehungsweise auf den sind wir wieder gestoßen, da wo wir hin wollten. Wir haben ja gestern den original ausgeschilderten Trail verlassen und haben uns da eine Übernachtung gesucht, nachdem das mit der Pascal-Hütte ja nicht geklappt hat. Und jetzt sind wir wieder hier in einem Naturschutzgebiet, das zweite auf dem Wildnistrail. Und da schauen wir uns jetzt an. Auf geht's.
Auch wieder ein herrlicher Pfad. Bitte? Ich hab's hier. Jo, Kevin. Ja. Wie war das nochmal mit dem Hotel? Ja, das war so, dass ich wandern gehen wollte und du wolltest ins Hotel. Ja, doch, ich wollte ins Hotel, aber nicht in das Hotel, wo du hin wolltest. Wieso wolltest du nicht in das Hotel, wo ich nicht hin wollte? Ich dachte, du wolltest in das Hotel, wo ich hin wollte. Nein, ich wollte ins Waldhotel, wo wir drin waren. Nein, du wolltest schon ins Parkhotel, Weißkirchen. Nein, natürlich. Nein. Hast doch extra das Einhorn-Glitzer-Badeschaum aus dem DM gekauft, damit du im Wellnessbereich mit der Masseusin da Spaß haben kannst. Nein. Doch. Woher weißt du, dass da eine Masseusin drin ist? Das weiß ich ja gar nicht. Ey, du hast doch gebucht, du hast mir doch gesagt. Du musst zahlen, Ich habe Waldhotel gebucht, wo wir heute waren, schönste Zimmer gehabt haben überhaupt. Aha. Und fertig. Echt? Ja. Und wie hat es dir gefallen? Ich muss es ja zugeben, dass es schon ganz schön war. Auch wenn er immer wieder gesagt hat, er würde gerne ins Hotel, aber es war ganz gut. Er kann es nicht lösen. Ja. Nee, alles Spaß. War eine sehr schöne Tour. 2 Tage oder 1,5, je nachdem, wie man sieht. Und? Ich habe das Ganze jetzt auch nochmal im Spätherbst gesehen, oder ja, Spätsommer, kann man nehmen, wie man es will. Ist wirklich ein sehr schöner Weg. Man braucht auch kein GPS, es ist auch vielleicht besser, wenn man keins mitnimmt, weil das noch nicht so ganz hinhaut da. Und das ist wirklich gut ausgeschildert. Dasselbe ist uns nämlich im Winter aufgefallen und passiert. Mit den GPS-Daten wie dieses Mal. Also mit denen stimmt irgendwas noch nicht aus. Aber wie gesagt, ihr braucht gar kein GPS. Das ist sehr gut ausgeschildert. Also verlaufen ist, wenn er nach Schildern läuft, überhaupt nicht möglich. Ja. Ja, der Weg ist auch sehr schön. Und jetzt bin ich natürlich neugierig, wie es ist, den auch mal im Winter zu laufen. Weil ich konnte ja nicht bei der Wintertour dabei sein. Ich glaube, ich war krank oder irgendwas war. Aber da haben wir uns gestern schon drüber unterhalten, dass wir dort eventuell sogar noch ein anderes kleines Projekt jetzt starten werden. Ein kleines Bastelprojekt. Und dann gucken wir mal, was im Winter hier so abgeht, ne? Schauen wir mal. Ja. Uns hat es gefallen, ich hoffe euch auch. Und wir sehen uns wahrscheinlich gar nicht mehr so lange. Ne, es dauert nicht mehr so lange, aber es sind immer noch ein paar Wochen.
Vier Wochen. Vier Wochen sind es, glaube ich, ja, noch. Zu einer großen Tour. Ob wir es vorher noch mal zu einer kleinen schaffen, weiß ich nicht. Eher nicht. Aber man weiß es nicht. Und so verabschieden wir uns jetzt mal. Bis bald im Wald. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ah, vergesst nicht, Daumen hoch, einen Kommentar. Ja. Und wenn ihr das Video, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde es mich freuen. Also, bis dann. Tschüss. Und schreibt mir mal bitte in der, beziehungsweise schreibt dem Hubert mal in die Kommentare, wie ihr dieses Video fandet bezüglich der Videoqualität. Wir haben ja mit zwei verschiedenen Kameras gefilmt. Und das wollen wir ja so auf unserer großen Tour auch machen. Ob es da große Bildunterschiede oder Tonunterschiede gab, einfach mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das fandet, ob man das so machen kann. Wird uns freuen, dann werden wir das Ganze in 4 Wochen so umsetzen. Also, ciao. Ciao. Aber du wolltest doch ins Hotel. Nee, ich wollte nicht ins Hotel. Doch, du wolltest ins Hotel. Ach komm, Kevin. Im Hotel war noch nie die Rede.